Letzter Fall. Am Montag, dem 16. Oktober 20.23 Uhr um 11.15 Uhr spielte sich Folgendes ab. Wir befinden uns auf Silberstein. Eine der wundervollsten Strecken auf dem ganzen Planeten. Es geht rechts, es geht links, es geht rechts, es geht links, es geht rechts, es geht links. Es ist super schnell und man macht so richtig schön untenrum Bauchtraining, weil man bewegt sich. In der Hüfte bewegt man sich rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und das auch sogar relativ schnell. Denn wir sind mit dem Sternkreuzer unterwegs. Rasantes Kfz. Schnuckelig, brummt, schöner V8-Klang. Und das in Silverstone, es schallt ewig und drei Tage. Und es ist wundervoll in den Rechts-Links-Kombinationen. Es ist immer laut, leise anbremsen, quietschi. Und dann spielte sich Folgendes ab. An der Stelle spielte sich Folgendes ab. Ich möchte kurz festhalten, wenn Sie sich das jetzt mal ansehen hier, am Horizont sehen Sie wirklich Weiten. Also Ruhrpott, fünf Spuren. Fünf Spuren. Warum? An der Stelle, okay? Kann alles passieren, wir sind alle Menschen, wir können kurz mal im Schrank pennen, irgendwie Frau oder Mann, Lebensabschnittsgefährte, Mensch, Kinder, Telefon, was auch immer, kann alles passieren, okay? Programmiert wird, wenn ihr anfangt zu fahren, tut mir einen Gefallen, programmiert euren Körper darauf, bei einem Rejoin, so parallel wie es geht, auf die Strecke zurückzufahren. Egal wo ihr seid, parallel. Das heißt, in ganz kleinen Baby-Steps auf die Strecke zurückfahren. In ganz, ganz klein, dass, wenn jemand kommen sollte, noch darauf reagieren kann. Es gibt natürlich besondere Fälle, wenn ihr jetzt direkt aus der Kurve und bei euch ist der Kurvenausgang und man nimmt das Curb mit, dann guckt bitte in den Rückspiegel. Aber hier an der Stelle wirklich in Baby-Steps. Und auch nicht sofort mit Vollgas und gib ihm und muss alles drücken. Langsam und gemach. Und bitte auch nicht instant mit aller Gewalt auf die Ideallinie zurück. Programmiert euch das wirklich von Anfang an ein, wenn ihr fahrt, wenn ihr rejoin, guckt, ob irgendjemand da ist, wie im Straßenverkehr, langsam auf die Strecke und nicht die Ideallinie blocken. Weil hier an der Stelle wäre auch Schiedigol gewesen, wärst du da gefahren oder nicht, der wäre so oder so an dir vorbeigekommen. Weil der eh viel schneller schon ist. Weil das hier war schon frech. Kann passieren, ist frech, ist eine 1-0, causing a collision. Ne? Aber vorsichtig. Müssen wir kurz gucken, ja. Das ist 1-0 und 15 Sekunden Penalty. Moment, wir müssen mal ganz kurz was checken. Also der Verursacher sagt, I am guilty, but report is wrong. Okay, nun ist die Frage, was ist falsch an dem Report? Wir haben alles drin, ne? Wir haben alle Perspektiven drin. Ist auch der Fahrer? Das stimmt auch. Nö. Ist das einfach nur zur Verunsicherung? Gut. Also der geht durch. Das ist eine 1-0 causing a collision. Da wird mir ja ganz heiß unter der Mütze. Rein in den nächsten. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ui. Das hier ist einer meiner Lieblinge. Das ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten, den wir jetzt hier gleich sehen werden. Ich hoffe, Sie sind dafür bereit. Das ist so ein Report, den würde ich auch gerne, ich persönlich als Dizzy, jedes Mal abschicken. Jedes Mal. Mit Freude. Und ganz viel Elan. Weil der schmeckt richtig. Oh.
Wundervolle Strecke. Misano. Wir sind in der Boxengasse. Wir sind in der Boxengasse. Es geht raus zum Qualifying. Man ist heiß. Die Strecke ist heiß. Die Sonne ist draußen. Der Asphalt glüht. Es riecht so ein bisschen nach Benzin. Ein bisschen Reifen vom Training noch. Und du willst raus, du merkst die Straße, du merkst halt wirklich selber, du bist so ein richtig, du bist flott unterwegs, es könnte PB-Kurs sein. Und dann stellst du in dem Moment fest, Mensch, ich bin ja ganz hinten, ich muss mich ja einreihen. Quatsch mit Soße, gar nichts muss ich. Und Folgendes ereignete sich. Und so, meine Damen und Herren, verbrennt man in Sekunden 0,45 Safety Rating. Weil ohne Pitlimiter fahren in der Boxengasse, nope, ist nicht. Und der schmeckt richtig. Der macht richtig Spaß. Der schmeckt einfach, der ist einfach, das ist ein, wisst ihr, das ist so dieses Creme Brûlée am Ende eines 5-Gänge-Menüs. Du bist schon voll wie so ein richtiger, oh, du bist richtig ranzevoll bist du. Und dann kriegst du das Ding noch so vorgesetzt als Leckerli. Oh. 0,45. Don't do it. Sei bitte nicht dieser Fahrer, der sich sagt, ach du, für mich gelten Regeln nicht. Pitlimiter wurde eh erfunden für lahme Opis, die Sonntag gerne irgendwie Auto ausfahren. Na, das mache ich jetzt. Nee, machst du nicht. 0,45 Safety Rating abgezogen. Tschüssi, Kowski. So schnell kann es gehen. Und das tut weh. 0,45 Safety Rating tun schon weh.